Mein Akku geht noch, aber es hat andere Macken. Ich warte dann mal, bis mein Freund sich was Neues kauft. Was für andere Macken hat es denn? Wir treten in die Atmosphäre ein, Landezone in Sicht. Streckt das Spiel halt gerade einfach, weil, ne? So, wir sollen die Roker-Manifeste finden. Ich gehe mal davon aus, dass, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mir das nicht angezeigt wird. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Boah, wo können wir die denn finden? Was haben wir denn noch nicht? Eigentlich sieht die aus, als hätte ich alles erkundet. In der Schlucht waren wir auf jeden Fall zu Genüge. Hier haben wir noch was gefunden. Eventuell sind die hier. Oder hier. Oder da. Ne, hier waren wir. Aber ich glaube, in dem Bereich bin ich eigentlich wirklich alles abgelaufen. Hier waren, glaube ich, die Turianer. Wir reisen jetzt einfach mal hier hin. So, jetzt dürfen wir suchen. Sowas liebe ich ja. Suchen. Ich liebe suchen. Haben wir denn überhaupt irgendein Anzeichen? Ich lese mir die Quest gleich nochmal durch. Kann ich mal die Lautstärke nicht einstellen? Muss es dann aus- und wieder einschalten? Oh, das ist nervig. Hey, wir sollen die... Wir sollen mehr rausfinden über die Roker. Immer diese Käfer. Ach, wir müssen jetzt nicht unbedingt in die Relikte reinlaufen. Und was war das Ziel denn verdeckt? Mein Chat war kurz ein Zombie. Das Headset von meinem Freund hat halt austauschbare Akkus und er kann es für PC und PlayStation nutzen. Das ist cool, sowas. So, wir sind am alten Hof. Das war ja auch meine Manifeste der Roker, ne? Weil wir müssen auch nur noch ein Ding finden. Was für ein Scheiß. Aber ich weiß auch noch gar nicht, was wir suchen. Das schreit die gute Frau Freundin in einer Studie der Daily Mail zum Thema Beziehungsprobleme durch Videospiele mit 1500 Teilnehmern. Aber ganze 5% der befragten Männer angeben, dass sie schon mal eine Treffung wegen eines Spiels erlebt haben. Adalaf, vielen Dank damit für deinen Twitch Prime Sub. Das war eine interessante Geschichte. Definitiv. Neben 3 27 Zoll 4K Bildschirmen gibt es noch ein. In der Liste von der Höllenmaschine steht übrigens nicht mal alle Komponenten. Geil. Ja, er kann auch den Geralt-Emote verwenden. Vielen lieben Dank, dass du mich nochmal subst. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Wir sind nicht allein. Was ist denn hier?
Wo kommen eigentlich immer diese Dinosaurier her? Hallöchen, Annabelle, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Ich finde es schön, dass ich Eismunition habe. Das ist so mega, ich will die das wäre schon echt geil. Ich frage mich gerade auch echt, wie lange ich für diese Quests brauchen werde. Weißt du, und dann ist es wahrscheinlich an so einer dummen Ecke einfach. Aber hier war ich definitiv noch nicht. Hatte jetzt schon kurz die Hoffnung, dass ich das gefunden hätte, aber naja. Leider ja nicht. Mir geht es gut, mir geht es auch ausgezeichnet. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub, das heißt, ich kann mal endlich ein bisschen entspannen. Von daher alles gut. Hier sind noch Überreste, die ich looten kann. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Sammeln wir noch zwischenzeitlich ein bisschen Nickel ein. Oder andere Behälter. Laufen wieder ein Käfer hinein. Waren wir auch schon. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, verdammt. Oh, hier ist nochmal Nickel. Das habe ich gerade übersehen. Erstmal über 10 GB Download für Mass Effect oder für was? Rote Kühlflüssigkeiten. Echt? Mit dem Ding kann man lokalen Multiplayer für viel Besucher schon wahrscheinlich. Und nachher machst du beim Gewinnspiel mit und verbringst meine Chancen. Die wird übrigens auch auf der Gamescom ausgestellt. Oh! Ach, 13 Gigabyte. Ah ja. Aber im Prinzip geht das wirklich klar, ey. Aber, Chewie, ne? Ich sag dir schon mal eins. Viel Spaß mit dem Fahrstuhl. Das ist im ersten Teil ganz fürchterlich. Oh! Oh mein Gott, wie dumm. Ich musste hier nur noch das Datenpad lesen. Ernsthaft? Oh. Wie blöd bin ich denn? Ich musste nur noch das Datenpad lesen. Gut, dass ich mir auch schon dachte, dass das wahrscheinlich da sein wird, weil das ist der einzige Ort, wo ich noch nicht wirklich war. Und es war ja auch nicht mehr viel. Ach, wie cool. Wer wird ausgestellt? Isa? Ja. Ich glaube nicht. Nee, wegen dem Komma. Hab schon vor kurzem einen Kumpel gehört, der die Spielreihe richtig feiert. Der erste Teil ist störungstechnisch. Wir verlassen jetzt Tabar. Die Brücke gehört Ihnen. Man muss sich erstmal dazu rechtfinden. Also, ich fand das am Anfang auch total verwirrend, aber ich glaube, wenn man Dragon Age schon mal vorher gespielt hat, dann kommt man da besser rein, weil ich wusste das mit dem Pausieren. Innerhalb eines Kampfes wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Spielt man besser mit... Entschuldigung, auch das kann ich nicht sagen, weil ich spiele ja nie mit, Ryder. Mit, Controller. Woran man halt arbeiten muss, ist einfach, dass man halt das Spiel pausieren kann. Also den Kampf. Was kann ich für Sie tun? Hat er wieder was Neues zu erzählen? Aber er hat vergessen, sein Terminal zu sperren und wir haben es ein wenig verbessert. Der arme O'Connell war 2 Tage lang überzeugt, dass das Einschalten sämtlicher Lichter im Badezimmer den Maschinen. Er macht immer den Eindruck, wenn er mich anspricht, dass er mit mir reden möchte, aber anscheinend nicht. So.
Jetzt sind wir auf der Wahl, aber wirklich erstmal fertig. Das ist cool. Dann gehen wir nochmal zurück auf die Nexus. Nexus hier. Ja, ist zum Beispiel bei Dark Souls so. Was ist bei Dark Souls so? So, ich lasse euch das genießen. So, das kann man wegen einer Grottenportierung vergessen. Und ja, ich habe tatsächlich Dark Souls, also 1, die ersten Stunden tatsächlich ohne Controller gespielt und fand, ich finde das einfach schrecklich, weil meine Maus halt auch die ganze Zeit rausgeht aus dem Spiel, dass ich zwei Bildschirme immer habe, ne? Das ist dann immer so, what the fuck. Ich gönne mir mal für zwei Stunden den 300, das ist bestimmt total angenehm. So, dann schließen wir die eine Aufgabe noch in der Bar ab. Holy shit. Ist entrümpeln anstrengend. Was hast du getan, Sebi? So, wo müssen... Ah ja, genau, wir müssen hier entlang. So, wir sind jetzt gerade in dem Bereich, das ist so die allgemeine Basis von allen Rassen, die eben von der Milchstraße in dieses System übergewandert sind. Das haben wir quasi aufgebaut und ja. Natürlich gibt es auch hier einen Club. Tim geholfen, unsere Rumpelkammer aufzuräumen. Seine Freundin zieht ja nächste Woche ein. Und zieht die dann in die Rumpelkammer rein? Die sehen furchtbar aus. Dutch wird sie lieben. Wow, wo haben Sie die denn her? Schon gut, sagen Sie nichts. Ich glaube, Sie kommen direkt aus der Milchstraße. Ist diese Mission jetzt abgeschlossen? Oder darf ich nicht noch jemand? Verdammt! Das hier sollte eigentlich das Chemielabor sein. Mein Chemielabor. Sie kommen aus sämtlichen Ritzen gekrochen wie Weltraumkakerlaken. Das sagst du immer wieder, Dutch. Und trotzdem bist du hier und schüttest den Leuten Drinks ein. Sie wissen schon, dass ich sie hören kann, oder? Sie sind Versuchskaninchen, verdammt. Ein Chemiker braucht nun mal Versuchskaninchen. Was er nicht braucht, ist, dass sein Labor von irgendwelchen Leuten übernommen wird, die einem Sachen schenken und nett sind. Oh mein Gott, er hat ja richtig Komplexe, der Dude. Rumpelkammer für eine Frau, die wird sich freuen. Ja, als Arbeitszimmer schlafen tut sie bei Tim. Ach so, okay. Ja, okay, ich denke mal, Tim will ja auch irgendwie ein bisschen Ruhe manchmal haben, ne? Ja, das ist wirklich das Letzte. Leute, die ihnen Dinge schenken und ihnen helfen, ihren Laden aufzubauen. Das ist so rücksichtslos. Ja, nicht wahr? Und sie bringen immer mehr. Tische und Stühle, diese Bar, Lichter und... Moment mal. Sie machen Geil. Sich über mich lustig, oder? Ja. Lassen Sie sich von Dutch nicht abschrecken. Er ist eigentlich ganz nett. Bin ich nicht. Und seine Drinks sind wirklich gut. Verdammt richtig, das sind sie. Ich meine, hier, nehmen Sie einen Dirty Squirrel. Oh, you shouldn't have. Saufen! Der war ja ein netter Zeitgenosse. Hallo, Liam. Die Lage bessert sich, Pathfinder. Die Ressourcen kommen rein, die Schläfer sind bereit rauszugehen. Langsam fühlt es sich an wie die Initiative. Es ist noch nicht ganz das, was uns versprochen wurde, aber es wird. Ein gutes Gefühl, finden Sie nicht? Nee, Iris, ich mache das jetzt tatsächlich so, wenn Follower kommen und ich sehe, die schreiben in den Chat, dann würde ich auch was sagen, aber... ne? Wissen alle Leute, die so followen und eben nichts, weiß ich nicht. Man weiß halt nicht, ob sie da sind oder nicht und ich finde das auch irgendwie ein bisschen albern.
Deswegen. Ich spüre es, Liam. Endlich kriegen wir unseren Neubeginn. Sag ich doch, sag ich doch. Wir kriegen unseren Scheiß unter Kontrolle. Wir zeigen einer neuen Galaxie, dass wir sie in den Griff bekommen. Hey, wenn ich's immer wieder sage, muss es stimmen, oder? Wir sind halt wirklich in diesem Sinne tote Follower, ne? Und da sehe ich persönlich mich ein, noch irgendwas zu sagen. Zum Teil, natürlich zum Teil. Also wie gesagt, ne, wenn ich sehe, okay, das ist jemand, der ist tatsächlich anwesend und ich wollte gucken, ob die Mission jetzt vorbei ist. Okay, wir haben alles hier abgehakt, aber die Quest ist halt nicht. Okay. Okay. Muss ich hier... Das, okay. Das Wort... Ja, okay. Was ist los mit 2,5 Laden und Stream trotzdem auf HD ruckelfrei? Don't jinx it. Mein Lieber, don't jinx it. So, dann haben wir jetzt erstmal so alle nebensächlichen Dinge fertig, würde ich behaupten. Das heißt, wir begeben uns wieder auf die Tempest, unserem traumhaften Schiff, zurück. Und erkunden die nächsten neuen freigeschalteten Galaxien und gehen dann eigentlich tatsächlich sogar auf eine neue Welt schon wieder. Und schon hängt er, selbst schuld. Wow, wow. Hallo. Also bitte. Chewie. Sowas macht man ja auch nicht. Ich müsste nur einmal noch was kurz gucken wegen Haval. Ich vergesse immer, dass sie dann auch schon direkt losreißt. Geht dieses plus 50 EP jetzt eigentlich nicht mehr weg? Sehe ich das gerade richtig? Ne, missionstechnisch sind wir hier wirklich fertig, verdammt. Ach, Pumpkin. Aber wartet mal eben. Also nicht wegen dem Vogel, sondern ich habe gerade ein paar Bugs. Weshalb die Quest wahrscheinlich auch gerade nicht abgerufen. Flashplayer zu cracken wäre, der Ton läuft noch. Ziemlich fragwürdig. Das System scheint zum größten Teil unerforscht zu sein. Früher war es mal kartografiert. Dann kam die Geißel. Aus alt wurde neu. Oh, schön, dass die Geißel auch direkt... Anomalie auf den Sensoren. Ja, Schätzchen, stress mich nicht. Ich muss hier erstmal das Spiel speichern und das Spiel neu laden, weil ich einen Anzeigefehler habe. Und ich möchte nicht die ganze Zeit... quasi einen Anzeigefehler haben. Ich hoffe, das erholt sich aber im Laden auch wieder. Wehe! Okay. Haben wir die Quest jetzt auch weg? Nein. Okay. Vielleicht hätten wir mit der Tante nochmal reden sollen, aber immerhin ist es plus 50 da weg. Anomalie geortet. Kommen wir gleich mal hier. Das ist so diese schöne Geißel. Die macht halt alles kaputt. Das ist auch so der Gegner und die Cats, die wir noch haben. Die sind auch Gegner. Ja, der Pumpkin, der legt halt wieder los. Hübscher Planet. Okay, dann ist hier nichts gewesen, was man scannen kann. Auf den Sensoren. Deine Vögel haben einen coolen Arrow, by the way. Oh ja, das sind halt kleine Punkers, ne? Das sind kleine, süße Punkers, meine beiden. Anomalie auf den Sensoren. So, hier kann man was finden. Das wird dieser Punkt sein. Sonde gestartet. Und dann schicken wir eine Sonde raus. Satellit entdeckt. Wieso ist hier ein Satellit? Einer von vielen Satelliten, die Späher von der Nexus ausgesetzt haben. Diese unbemannte Station hat sorgfältig die ungewöhnlichen Merkmale. Okay, cool. Dann haben wir Forschungspunkte bekommen. Und gehen hier wieder raus. Anomalie geortet. Ja. Das wird die jetzt auch die ganze Zeit sagen. Das ist im zweiten Teil oder im dritten Teil ist das auch so. Da muss man ganz viele
Planeten die ganze Zeit scannen und dann sagt sie auch immer, Anomalie geordnet. Hier zum Beispiel findet sich nichts, weil sie gar nichts sagt. Das heißt, ich kann direkt wieder rausgehen. Ich muss mir nur einmal den Planeten quasi angucken, dass ich da einmal sowas drüber herausgefunden habe. Und ich muss wirklich sagen, dass ich finde es sehr angenehm, dass sie reingepatcht haben, dass man diese Flüge überspringen kann. Das Blaue da ist voll hübsch. Anomalie auf den Sensoren. So, und hier kann man was binden. Was ist denn hier? Erhalte Scan-Daten. Eine Eisdecke. Einfach nur Erfahrungspunkte. Okay. So, wir haben jetzt aber erst 83% auf den... Anomalie auf den Sensoren. Ja, aber wo? Ja, nee. Aber hä, doch. Nee, doch, hier. Sonde unterwegs. Erhalte Scan-Daten. Element Zero. Ich wollte noch lesen, was über den wenigen Gasplaneten da steht. Der ist nämlich so dezent unrealistisch. Aber nerdy, es ist ein komplett anderes Sternensystem. Da kannst du jetzt bitte nicht mit deiner Wissenschaft kommen, ne? So, und wichtig ist einfach, dass wir diese Cluster quasi auf 100% bringen. Der war etwa so weit wie die Erde von dem Stern entfernt, hatte eine ähnliche Umlaufdauer, aber kein... Und ruhig, so nah an dem Stern. Ich bin raus. Ich bin raus. Wir fliegen jetzt erstmal hier nach Joba. Haut Isa spontan mit Büchern. Nein. Ich verzichte. Durch die Geißel zu fliegen ist aber auch ein bisschen riskant, ne? Manchmal vergesse ich, wie klein wir sind. Also ich vergesse das nie, weil ich grundsätzlich ein kleiner Mensch bin. So, Anomalie geordnet. Holt sich das Buch von Harald Lesch. So, das überspringen wir mal. Außerdem, Nerdy, wie schnell liest du? Okay, hier ist nichts. Aber ein schwarzes Loch ist da. Wie schön. Hä, da war doch was. Ein Augenblick.